So, herzlich willkommen zu einer weiteren Streaming-Ausgabe von Gothic 2. Gut, okay. Ich habe mir hier die Mod Exilinsel ausgesucht. Das ist eine sehr kleine Insel, mitten im Nirgendwo. Sehr dichte Vegetation und sehr viele Viecher. Gut, auf meinen Quests werde ich auf eine Person hingewiesen, die ich aufsuchen sollte. Die heißt Mustafir. Und ich meine, ihn jetzt hier gleich zu finden. Oh, auf jeden Fall gibt es sehr viele Sachen, aber die lassen wir erstmal liegen. Man weiß ja nicht. Okay, dann geht das hier irgendwo hoch. Noch bin ich ziemlich nackt. Ah, da oben steht einer. Ach, das ist der Mustafir, der genießt die Aussicht. Dann werden wir mal ihn mal ansprechen. Hey, du! Hallo! Ein neues Gesicht, hallo, wie geht's? Ich bin Mustafir. Ich heiße Marek, wurde letztens hier ausgesetzt. Ich glaube, klar doch, immerhin ist das ja auch die Exilinsel. Willkommen im Boot, auf der Insel. Du hast doch nicht etwa uns vor im Schlaf die Kehlen aufzuschneiden und alle Wertsachen an dich zu reißen? Nein, sicher nicht, könnte ich sagen. Ich kann sagen, das lassen. Ach, wir machen es mal ganz knallhart. Doch, eigentlich schon. Haha, ein Mann mit Humor. Solche wie dich brauchen wir mehr auf der Insel hier. Das ist doch schön. Pegrom ist komplett humorlos und Lexo so verwirrt, dass er keinen Witz begreifen kann. Nur Gritte lacht von Zeit zu Zeit. Also, ich sehe dich dann heute Abend. Der Mörderdolch ist schon geschärft. Cool. Gut, okay, das mit der Honigquest, das wollen wir mal nicht machen, weil ich würde mal hier einfach mal ihn nach ein paar Infos fragen. Und dann kommt erst die ganze Romantik zustande. Kannst du mir ein paar Infos geben? Klar, ich wüsste ein, zwei Dinge. Was weißt du über die anderen? Genau, richtig. Was weißt du über die anderen, die hier leben? Naja, was gibt's da schon zu sagen? Pegrom und Lexo sind alt und langweilig. Nur Grithold. Ach, sie ist perfekt. Der Honig auf meinem Butterbrot. Der Singvogel in meinem Baum. Der Diamant in meinem Minenschacht. Mein Schatten an einem warmen Sommertag. Schon gut, ich hab's kapiert. Du magst Grithold. Vielleicht. Du sagst ihr aber nichts davon, klar? Klar. Gut, okay, das ist jetzt schon mal die Vorinformation, dass der Mustafir in Grithold verknallt ist. Das ist erstmal die Geschichte. Diese Information haben wir. Ohne Frauenzeichnung. Na, nur mal gucken. Ich ahne etwas, welche Frauenzeichnung das sein könnte. Was haben wir denn hier? Formular. Bild von einer nackten Frau. Ja, das wird wahrscheinlich die vom ja, genau, die vom Kloster sein. Richtig. Alles klar. So, bis hierhin haben wir die Information, dass Mustafir Sympathien für Grithold hegt. An dieser Stelle mal eine kleine Pause. So, jetzt geht's hier weiter. Und zwar werden wir Mustafir nochmal besuchen, beziehungsweise, das habe ich jetzt schon gemacht. Ah, da ist er ja. Es geht um die Quest mit Gritte, mit der Gritta. Hey Marek, ich brauche deine Hilfe bei etwas Persönlichem. Um was geht's? Gut, Mann, du weißt, dass ich Grithold ein bisschen mag? Ein bisschen? Weil ich habe ihr ein Gedicht geschrieben. Und Mann, das ist peinlich. Na, spuck's schon aus. Ja, ich wollte dich fragen, ob du es mal durchlesen könntest. Und vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben oder so, etwas Rückmeldung geben, du weißt schon. Klar, gib her das Gedicht. Super, hier, nimm es. Ja, gib mir möglichst bald Bescheid, was du davon hältst, ja? Immer doch. Na, dann gucken wir uns mal das Gedichtchen an. Lass ihn erstmal vorbei. Gehen wir ein bisschen runter. Mittlerweile habe ich natürlich auch das Zeug hier weggenommen. Gut, okay. Und erstmal hier die schöne Aussicht genießen. Dann hole ich mal das Gedichtchen hervor.
Da ist es ja schon. Ein Gedicht. Ein Gedicht. Dein braunfeuriges Haar ist das Brot meines Lebens. Deine stupsige Nase ist mein Haken, an dem ich Halt finde. Deine Sanftmut, eine Stärke, nicht nehmens, sondern gebens. Von dir, von niemand anderem, wünsch ich mir ein Kinde. Deine Zehen sind so wohlgeformt, deine Zähne sind am richtigen Ort. Nimm doch mich zu deinem Bräutigam, die anderen, an den anderen ist so gar nichts dran. Also ich persönlich habe sofort das Gedicht als Scheiße empfunden. So, das werden wir ihm auch jetzt mal erzählen, dass das Gedicht eigentlich, kann es auch keiner Frau vorlesen oder vortragen oder schreiben. Geht ja nicht. So, jetzt gehen wir mal zum Mustafa hier wieder hin und sagen, hey, du. Mal gucken, was wir sagen können. Ich habe dein Gedicht gelesen. Ja, und was hältst du davon? Das Gedicht gefällt mir. Naja, wollen wir mal ehrlich sein. Es gibt eine Stelle, die ich ändern würde, oder es ist scheiße. Wir sagen einfach mal, es ist scheiße. Es ist scheiße. Hey, halt! Halt doch dein Maul! Du hast einfach keine Ahnung von Kunst. Nein, es ist wirklich schlecht. Die Reime, die Vergleiche, das mit der Hakennase. Oh, schweig! Ich will nichts mehr hören. Du weißt wirklich nicht, wie man ein Gedicht schreibt. Ein Banause bist du. Ich werde das Gedicht Grithold so vortragen. Ich will doch nur helfen. Ach ja, und darum beleidigst du mein Gedicht? Naja, ich weiß eigentlich auch, dass ich kein allzu gutes Gedicht ist. Aber was soll ich tun, Mann? Und jetzt kann man hier auswählen, entweder ich frage mal Gritte, was sie so mag, oder schreib ein neues Gedicht. Wir werden mal schreib ein neues Gedicht sagen. Schreib ein neues Gedicht. Aber wenn es wieder genau gleich doof wird, weißt du was, ich habe eine Idee. Wenn du mir irgendwas bringen könntest, was mich inspiriert, etwas von Grithold persönlich, eine Locke ihres Haares oder Unterhosen, weiß auch nicht was. Ich such dir was, nee, sowas mache ich nicht. Ja, also ich sage mal, nee, sowas mache ich nicht. Ich weiß natürlich, was rauskommt hinterher. Nee, sowas mache ich nicht. Ach Mann, verdammt, da muss ich hier halt eben das alte Gedicht vorlesen. Danke trotzdem für deine Rückmeldung. So, und dann. Ja, ich habe dein Gedicht kommentiert. Kriege ich was? Naja, war ja nicht viel Brie. Aber okay, hier nimm dir diese Kräuter. Ich kann sie hier nicht brauchen, aber vielleicht nützen sie die Beweis. Gut, okay, jetzt ist die Quest zu Ende an der Stelle. Jetzt gibt's aber noch Folgendes. Das werde ich jetzt auch nochmal in Angriff nehmen. Und zwar muss die Frage Gedicht. Holen wir nochmal neu an. Hoffentlich stürzt das Ganze nicht wieder ab. Ne, da ist es. Gut, okay, jetzt habe ich die Geschichte wieder geladen. Blöderweise bei schlechtem Wetter. Gut, okay, müssen wir mal das schlechte Wetter mal akzeptieren. Kauf dem so. So, jetzt kommt dann nochmal das Gedicht. Hey Marek, braucht deine Hilfe. Was geht's? Du weißt doch, dass ich Grithold mag. Ja, ein bisschen ist gut geschrieben. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Spuckt schon aus. Gut, okay, das hat man eben gehabt. Gib her das Gedicht. Super, man nimmt hier, nimm es. Gedicht erhalten. Vielen Dank, aber immer doch. Dann lesen wir nochmal das Gedicht an, damit die Quest noch freigeschaltet wird. Nicht so schnell. So, zack. Wunderbar. Ja, super geil. Ich mache mal den rechten Mausklick und muss aufpassen. So, dann. Hey, du. Werden wir nochmal anquatschen. Ich habe dein Gedicht gelesen. So, dann sagen wir nochmal, es ist scheiße. Und dann wird ja die Frage kommen, welche Interessen denn da sind. So, ich will doch nur helfen. Das haben wir eben schon gesehen. So, ich frage mal Gritte, was sie so mag. Gut, okay. Frag mal Grütte, was sie so mag. Das würdest du echt machen? Cool, Mann, aber bitte sag ihr nicht, dass die Infos für mich sind. So, ein bisschen hier Erfahrung sammeln, weil ich ja das Gedicht kommentiert habe. Krieg wieder zwei Kräuter dafür. Grundstücke sogar, wow, cool. Und hier in der Mod damit was anfangen kann. Gut, okay, jetzt werde ich mal pitchnass. Wie das hier alles ist. Pitchnass. Zur Grütte hoch.
zur knittigen Gritte, zur Knittergritte, Gritthold. Oh Mann, ist das hier eine Vegetation. Und da schüttet wie aus Eimern. Bin ich gespannt, wo sie ist. So, Gritte, wo bist du? Oh. Ah, da ist das Gritsche. Ei, Gritsche hier! Gritthold. Hey. Jetzt geh ich mal ganz knallhart hin hier. Und sage, was magst du eigentlich? Hä? Wie meinst du das? Ja, was gefällt dir? Hast du eine Lieblingsblume oder ein Lieblingsgericht oder so? Puh, schwierige Frage. Wieso willst du denn das wissen? Nein, egal, ich sag dir, auf was ich stehe. Wenn jemand geschickt ist, das finde ich total attraktiv. Geschicklichkeit allgemein finde ich super. Danke für die Info. Jetzt bin ich aber gespannt, was du mit dem Wissen anstellst. Jo. Tolle Nimme. Ja, okay, jetzt wissen wir, dass sie auf geschickte Peoples steht. So, jetzt gehen wir wieder runter zu diesem Musterfenster. Muschstoff hier. Im Grunde genommen müsste man das, weil das ja so eine kleine Insel ist, in der Ego-Perspektive spielen. Weil das ist alles so dicht bewachsen. Wirklich, das ist, wenn du da durch den Wald gehst, das ist, oh, übelst. Das ist echt übelst. So, bin ich jetzt richtig? Das sieht immer so anders aus. Ich glaube, ich bin nicht richtig. So wie ich das sehe, bin ich hier nicht richtig. Toll, kaum habe ich die Sicht geändert. Habe ich schon Orientierungsschwierigkeiten. Ich muss nämlich nochmal einen rechts runter. Gut, okidoki. Ja, jetzt richtig. Jetzt ist es genau richtig. So, wo ist denn... Er steht ja immer noch im Regen. Ich stehe im Regen. Super klasse. Hey. So, ich weiß, was Gritthold mag. Ja? Toll, Mann. Sag, was sie mag sie. Sie steht auf Typen, die geschickt sind. Boah, perfekt. Ich bin geschickt. Danke, Mann. Das wird mir viel helfen. Krieg ich was für meine Hilfe? Huch, ja, hab ich voll vergessen, Mann. Klar, kannst du das haben. Was haben? Was willst du? Gold? Ich kann dir 100 Goldstücke geben. Oder falls du willst, kannst du den Gürtel hier haben. Ich fühle mich immer so geschmeidig, wenn ich den anlege. Gold bringt mir eigentlich gar nichts. Ich nehme den Gürtel und Gothic-Leute wissen natürlich ganz genau, für was ein Gürtel gut ist. Ich nehme den Gürtel. Sicher, hier hast du ihn. Gürtel erhalten. So. Jetzt wird es so sein, dass wir mal eine Runde schlafen. Weil irgendwie muss der Musterfee ja auch was machen. Mit der Information, dass die Gritte auf Typen steht, die sehr geschickt sind. Ach, apropos geschickt. Wie viel Geschick habe ich denn? Oh ja, 19, das ist nicht gerade viel. Ah, jetzt kommt er wieder hoch, immer wenn ich gepennt habe. Oh, der lauert schon hinter dem Pfosten. So, siehst du. Hey, Marek, hast du Zeit? Klar, um was geht's? Ich habe ein paar Tricks vorbereitet, um Gritthold mit meiner Geschicklichkeit zu beeindrucken. Und jetzt? Nun, Sag schon. Ich wollte Gritthold fragen, ob sie mit mir ein Dinner ist. Aha. Aber ich traue mich nicht, sie zu fragen. Ja, typisch Männer. Würdest du, naja, du weißt schon. Ist gut, ich frag sie. Oder vergiss es. Ich sag einfach mal, vergiss es. Wenn ich nicht, ist gut, ich frag sie mache, dann mache ich ja wieder den Vermittler und ich mag es nicht. Vermittler zu spielen, vergiss es. Verdammt, Marek, alles. Das schaffe ich alleine nicht. Alles schaffe ich an mir, egal. Hau doch ab. So toll. Warte mal. Habe ich jetzt irgendwie... Okay. Das wäre jetzt für mich neu, weil ich habe den noch nie irgendwie was ausgeschlagen. Ja, jedenfalls ist es eine ganz lustige Geschichte, wie man den Marek mit der Gritthold verkuppelt. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, weil da noch so kleine Unterquests sind, so von wegen schreib ein neues Gedicht oder ich gehe mal Dinge holen oder ich gehe mal fragen, was sie interessiert. Ja, ich will natürlich hier nicht alles auflösen, aber diese kleine Nebenquest ist sehr, sehr amüsant. Und aufgrund der Tatsache, weil ja hier nur ein paar
yes. Okidoki und tschüss. Oh, lustig. Jetzt bin ich Futter. Lecker. Okay. Wir sehen uns in den ewigen Jagdgründen wieder. Und so weit wollte ich auch kommen bis hierhin. Gut, okay. Vielleicht spucken die mich wieder aus. Vielleicht wieder geboren. Ich weiß es nicht. Tschüss.